Mehr als 7 Wochen nach meinem letzten Video mache ich wieder einmal Inventur in meiner Mauerseglerkolonie. Man hört schon, es tut sich mächtig etwas in den Kästen. Die Jungvögel sind zum großen Teil schon fast Flügge. Vor 7 Wochen hatten wir ganz viele Eier in unseren 8 gelegen. Und wir wollen einmal schauen, was draus geworden ist. Hier im ersten Kasten, das ist eine Erstbrut, lagen damals 3 Eier. Diese 3 Eier sind allerdings von den Altvögeln alle nacheinander hinausgeschmissen worden. Es ist ein 4. gelegt worden und das ist das Ergebnis. Ein einziger Jungvogel wächst hier heran. Ein Einzelkind sozusagen, aber er sieht gut aus und wird offensichtlich gut versorgt. Im nächsten Kasten sind alle 3 Jungvögel groß geworden. Man sieht sie also hier, der eine kann man kaum erkennen, den Kopf kann man nicht sehen, der wird verdeckt von dem anderen. Hier ist auffällig, dass einer dieser Jungvögel, wahrscheinlich ist es immer derselbe, außerordentlich agil ist. Man sieht, er zuckt ständig, das ist nichts Ungewöhnliches, fällt aber auf, dass es hier so häufig ist. Also hier ist immer Tumult im Kasten. Hier waren, wenn ich mich recht entsinne, ursprünglich 3 Eier zu finden. Eines davon ist von den Altvögeln allerdings aus dem Nest geschmissen worden. Das habe ich dann irgendwann rausgenommen. 2 Vögel sind aber groß geworden und wie man hier sehen kann, sind sie auch schon munter unterwegs im Kasten und orientieren sich an der Außenwelt. Hier haben wir die Besonderheit des heutigen Tages. Wenn man genau hinschaut, sieht man 5 Vögel. Tatsächlich sind hier nur 2 Jungvögel groß geworden. Einen Jungvogel habe ich heute aus einer Buxtehuder Tierarztpraxis geholt. Er passt größenmäßig zu den anderen beiden, deshalb habe ich ihn hier hineingesetzt. Ich gehe davon aus, dass die Adoption problemlos erfolgen wird und er wird hier in den nächsten Tagen ausfliegen. Vermutlich ist er in Buxtehude aufgrund der starken Hitze aus dem Nest gesprungen, obwohl er noch nicht Flügge war. Das kommt aktuell des Öfteren vor. Ich habe nicht gesehen, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte. Mauersegler können zum Glück nicht zählen und wissen daher nicht, wenn plötzlich ein weiterer Jungvogel hinzugekommen ist. Jetzt sind die Altvögel gerade abgeflogen und die 3 Jungvögel bleiben im Nest. Kommen wir zum zweiten Kasten. Hier sind 2 Spätbruten zu vermelden. Hatten wir dieses Problem mit dem fehlenden Altsegler, das hat sich gelöst. Hier ist ein neuer Partner hinzugekommen und man sieht hier vorne ein Jungvogel im Nest und dort hinten hat sich bereits auch einer auf den Weg gemacht. Die werden aber noch lange brauchen, die sind deutlich jünger, sie haben noch ihr Daunenkleid. Die jüngste Brut ist eine Erstbrut. Dieser Kasten war lange Zeit leer, es hat sich aber noch ein paar gefunden und man sieht die Kleinen hier unten noch im Nest und eigentlich noch sehr unbeholfen. Die Daunen sind gerade erst durchgekommen. Viel erwachsener sind die beiden Jungvögel hier unten. Also praktisch der Kasten, wo der Partner, der meines Erachtens zwischen oben und unten hin und her wechselte, dann geblieben ist. Sie sind auch schon recht groß und werden, ich denke mal, in 1,5 Wochen ausfliegen. Und die ältesten von allen sind diese hier. Hier sieht man 3, ist auch ein 3er-Gelege. Die wandern auch schon fleißig durch die Gegend. Und einer von den 3 guckt uns hier jetzt gerade ganz interessiert an und wundert sich, was hier vor seinem Kasten gerade abgeht. Insgesamt wachsen also in diesen 8 Kästen 17 Mauersegler auf. Einer Nest, 2 Dreier und 1, 2, 3, 4, 5 Zweier Nester.